So, liebe Freunde der Nacht, da sind wir wieder mit GTA Online in Form von einer rasanten, unrasanten... Was? Was für Wheels? Ich bin immer noch am Rumbasteln wegen der Garagen. Das hat uns ja einfach komplett die Garagen durcheinander gebracht hier vor einer Weile. Deswegen bin ich immer noch am Rätseln. Wieso? Und ich werde ja ein paar Autos noch verkaufen. Da bin ich auch noch nicht sicher, welche es sein werden. Also die Supersportwagen auf jeden Fall nicht. Da kann ich wahrscheinlich auch die meisten gar nicht verkaufen. Jedenfalls ging es vorher nicht. Jetzt habe ich es noch nicht ausprobiert. Keine Ahnung. Aber von denen hier würde ich jetzt auch unbedingt keinen verkaufen. Außer vielleicht den Turismo R. Aber ja, beim letzten Mal ging es jedenfalls nicht. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ich fahre den ja eh nicht so oft und der ist auch so tief, den kannst du in Rennen kaum gebrauchen. Der setzt schnell auf oder bleibt irgendwo hängen. Aber ansonsten ist er ja auch ein geiler Wagen, ein hübscher Wagen. Auch ein schneller Wagen. Der hat's ja auch schon seit Folge 100 begleitet. Aber... ich würde ihn loswerden, wenn ich dafür Geld kriegen würde. Das war eine andere Waffe, okay. So, Spannungsentweg einfach mal. Denn der gehört auch noch hierher. Ein Patriot werde ich wahrscheinlich noch verkaufen. Als Heißfahrzeuge brauchst du ehrlich gesagt echt nur den Insurgent und den Fragezeichen. Fällt der Name nicht ein. Ihr wisst schon, welchen Wagen ich meine. Wie hieß der nochmal jetzt? Ich stand doch gerade nur da. Aber ohne Scheiß, irgendwie kommt mir die Grafik anders vor. Ich weiß nicht warum. Die wirken ganz anders, die Autos. Überhaupt alles. Das wurde auch geändert, glaube ich, ne? Der hätte jetzt eigentlich hinter mir sein müssen. So. Sag mal, fehlt mir hier ein Auto? Kann das sein? Bin ich jetzt voll Besowski oder was? Ja, ist gut, du Arschloch. Ja, ein geiler Lack, ne? Morse Mutual, how can I be of service? Nee. Hä? I'll look into it. Hey, fehlt hier ein Auto? Warte mal. Benji, die zwei Rennwagen. Hä? Fuck? Stand der Conestetti Kakalakarus auch in der Garage hier? Kann das sein? Nicht, dass ich wüsste, ne? Oder doch? Den wollte ich ja eigentlich auch damals verkaufen, aber wir haben eh keinen anderen Coupé als aufgetunten, deswegen behalte ich den für Rennen und so. Ist ja auch ein schicker Wagen und erinnert immer an Gronks Karre. Hey, ciao, how are you?
Hey, yo. Zeit für Schlagring. Was? Geht dir die Mütze fliegen, du. Was ne Knarre, ne? Ich bringe jemanden um, krieg keinen Stern. Ich schieße auf eine Mütze, krieg einen Stern, okay. Die Polizei hier scheint ein Mützenfreund zu sein. Oh mein. Die Zeitungskästen hier sind sicherer als so mancher Laden. Ist leichter eine Bank zu überfallen, als einen Zeitungskasten leer zu räumen. Ich kann diese Sirene nicht mehr. Und wann? Die soll endlich mal ein Polizei-Update machen, dass die hier gemischt sind. Ich hasse ja die Stadtpolizeifahrzeuge, habe ich euch schon mal gesagt. Ich finde die ultra hässlich. Die Dinger, die in die Wüste fahren, gibt es auch nochmal für die Stadt in Schwarz-Weiß. Und das finde ich viel besser, wenn die halt gemischt fahren. Die normalen, wie wir sie jetzt kennen hier in der Stadt, und halt die auch aus der Wüste in Schwarz-Weiß. Das wäre mal viel entspannter. GTA 4 gab es ja auch verschiedene Polizeifahrzeuge, je nach Stufe von den Sternen. Also polizeimäßig haben die hier schon viel Scheiße gebaut. Jetzt werden wir hier eingekesselt von den Cops. Boah, knappe Scheiße. Hä? 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 So, jetzt muss ich Mechaniker aber ja anrufen können, oder? Ey. Das kann ja nicht sein, ne? War halt echt der Cognis. Patrick Game Rido Kuruma hieß er. Ja, das ist der Cowboy, oder? Ja, hier stehen unsere Rennwagen alle und hier haben wir hier noch einen drin. Barty, das Motorrad war das in der... oder? War das in der Garage? Dann muss das ja er hier sein, ne? Eine Sekunde. Oh, ja, du hast mich wieder dran gekriegt. Oh. I'll bring it to you. Okay, I got stuff to do. I got stuff to do, mein Freund. Love the car. Voll zwischendurch. What? Oh. Ja, schieß aufs Dachfenster und du hast einen Stern. Das ist schon wieder diese Logik. Darf man also nur 3 Schüsse abgeben, bevor man einen Stern hat? Ja, ist das so? Hä? Ist das so, mein Freund? Der ist der Kracher hier wieder, ne? Da müssen die mir entgegenkommen. Da 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 da. Hey, nein, 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 wir machen den das Dach zu, stoppt mir nur der Innenraum voll. Das wollen wir ja nicht, ne? So. Das wäre ja mal, das ist okay, die Garagen sind dann wohl wieder sortiert, würde ich sagen. Und jetzt nehmen wir mal den Turismo und fahren noch mal kontrollieren, ob wir ihn verkaufen können. Oh, dieser Sound, habt ihr ihn gehört? Er schreit danach, nicht verkauft zu werden. Aber ich will mal gucken. Das wäre schon cool, dafür kriegen wir locker 700.000, 800.000. Nee, nice Song, Alter, nice Song, aber leider... GEMA Copyright. Die Mauer.
Hä? Ja. Die altbewährte Programmierung des Crashens. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich habe bei der Elgato mal was umgestellt. Man könnte dann auch liegen, dass mir die Grafik so anders vorkommt. Ja, okay. Geht also immer noch nicht. Ja, läuft bei euch Rockstar Games. Ihr seid Helden. Versperrt einen einfach absolut jede Möglichkeit, mal schnell an Geld zu kommen. Das nenne ich doch mal absolutes Marketing vom Feinsten. So bringt man natürlich jeden dazu, sich eine Shark Cash Card zu kaufen. Warum auch nicht? Ich gebe doch gerne nochmal 80 Euro für eine große Karte aus. So ein Spiel kostet ja auch nur 70 Euro. Warum nicht? Dann könnte ich mir auch eigentlich das Spiel nochmal kaufen. Ne, ja, warum auch nicht? Ja, ja, zwei CDs sind besser als eine. So ist die Philosophie von Rockstar Games. Ja, ja gut, dann wär's dann. Man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen müde. Ist auch schon spät. Das wird dann erledigt. Dann schauen wir mal in der nächsten Folge, dass wir wieder den Daoid am Start haben. Oder so. Und wenn nicht, dann halt ob's in Mission oder Deathmatch. Mal gucken. Schande, ich wollte da drauf. Okay. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Onkel. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Und was ist dein Problem?